Meine Bitte, herzlich willkommen hier zu Danganronpa. Es ist ich sage jetzt mal Detektivspiel. Ich habe es von einem Freund empfohlen bekommen. Er meint, das ist ein sehr gutes Spiel. Moment. Er meint, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist auch für PS2 rauskommen. Für PSP. Und ich soll es mir mal anschauen. Es gibt anscheinend auch einen Anime dafür. Ich habe ihn mir noch nicht angesehen, aber ich dachte, es wäre ja eigentlich gar keine so schlechte Idee. Options. New Game. Ja, okay. X. Ah, Y, okay. No, ich habe die Demo nicht gespielt. Ja. Logik, merciful. Merciful ist Dings. Ja, wir werden beides, glaube ich, auf einfach spielen. Ich werde jetzt einfach leise sein, das Mikrofon am besten ausschalten. Okay. Anscheinend war das die Weltraumreise. Möglicherweise, keine Ahnung. Ich werde es nicht vorlesen. Ich spiele es auf Englisch, ja. Ich spiele es auf Englisch. Ich kann Englisch. Ich werde es nicht vorlesen. Ich werde es nicht übersetzen. Ihr könnt es euch selber durchlesen. Ihr könnt es selber übersetzen. Falls ihr es nicht versteht, es tut mir sehr leid. Aber ich möchte nicht so wie andere YouTuber 20 Minuten dann nur fürs Übersetzen brauchen. Also das dürfte die Hope's Peak Academy sein. Oder Hope's Academy. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Hope's und Academy war es entweder Hope's Peak oder nur Hope's Academy. Wir haben ein bisschen drüber erzählt. Aber Kibogamine. Okay, Hope's Academy. Er hat mir irgendwas erzählt von Hope's Academy, ich weiß es nicht mehr, oder vielleicht doch Hope's Peak Academy war. Makoto Naiki. Ich möchte keine falschen Vermutungen aufstellen, aber ich denke, es ist der Hauptcharakter, weil im Videospielen wird meiste Zeit am Anfang immer der Hauptcharakter vorgestellt. Okay, er ist optimistischer als manche anderen, sonst ist er ein ganz normaler Typ.
Okay, aber diese Akademie, die ist wirklich kein normaler Platz, so wie das ausschaut. Ich meine, wenn ich mir eine Akademie in Japan, ja, dieses Spiel kommt aus Japan, merkt man, glaube ich, auch an dem Dub. Dann ist eine Akademie immer, also man kann es in jedem Anime sehen, wie eigentlich so eine Hochschule vorgestellt, so eine Hochschule, eine Höherschule so nach der Mittelschule, mit dieser immer dargestellt sind, und da schaut das schaut ja mehr aus wie ein Palast von oben. Super duper High School, okay. Idol und Supermodel finde ich eigentlich ist das gleiche. Also er erzählt gerade auf, was es hier anscheinend alle für Schüler, alles für Schüler gibt, was die für Titel haben. Namen habe ich bis jetzt noch keine gesehen, außer auf diesen Dings, Heft von dem Supermodel. Und von Naegi selbst wissen wir bis jetzt noch keine Namen. Also ich denke mal, dass das als Lachstag, okay. Dass das, was da oben gestanden ist auf diesem Heft, ihr Name war von diesem Supermodel. Ich glaube eher weniger, dass die Heftserie so heißen wird. Wobei, ist ja nicht ausgeschlossen, ist ja immer noch Japan. Aber wie gesagt, das ist eigentlich keine typische Akademie, so wie ich mir das vorstelle. Irgendwie schaut das gar nicht aus wie eine Schule. Ich finde, oder es sieht sehr hässlich von außerhalb aus. Okay, das ist ein bisschen idiotisch. Ich meine, warum bin ich um 7:10 Uhr schon drinnen, wenn ich um 8 Uhr erst drinnen sein muss? Ich warte doch keine drei, mehr als eine Dreiviertelstunde. Ich warte nicht mehr als eine Dreiviertelstunde da drin. Da schlafe ich länger, halbe Stunde oder so. Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich, wirklich so überragend in Detektivspielen, aber ich bin schon gut. Das heißt, ich sollte eigentlich ohne Probleme das hier schaffen. Ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird. Yes. Wie schwer es sein wird. Ja, da war anscheinend gerade ein Bild von allen Charakteren. Speichern abgeschossen. Ja, wieder. Ja. Neige. So, das ist also dieser Raum.
Okay. Okay. Da oben auch, das hier. Check. So. What is okay? Eine Frage ist, warum kann ich es so einfach zum Machen untersehen? Gut, 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 alles. Was ich wissen wollte, habe ich hier jetzt da. So. Muss mir dann nachher einen Controller holen, ist gleich besser. Leave the room, yes. Ja, okay, stimmt. Ich glaube, in keiner Schule gibt es Hallen, die so beleuchtet sind. Das würde mir auch Angst machen. Ui, dreidimensional. Hotel Despair. Was? Despair? Ist Verzweiflung, oder? Okay. Dann bleibt mit der Raum hier noch. Oder auch nicht, gut. Zu wissen. Bleibt mir dieser Weg. Erfahrung. Danger, keep out. Würde ich als erstes reingehen, aber ich möchte mich kurz umsehen. Infirmary. Okay, wir können nicht hoch. Gymnasium. Gymnasium? Die Frage ist jetzt, ist es wirklich ein Gymnasium wie bei uns, eine Schule? Oder ist es vielleicht eine Turnhalle? Weil Gym. Gym. Weiß nicht. Ich kenne nur die Abkürzung. Gym zum Beispiel ist ja Sporthalle, soweit ich weiß. Denke ich. Ah, Fluchtweg. Jumpscare, nicht Jumpscare. Ome mo koko no shinnyusei ka? So, kimi tachi mo. Kyō kibou ga mine gakuen ni nyūgaku suru yotei no shinnyusei da yo. Kore de 15 nin desu ka. Kiri ga ii shi, kore de soroimashita ka ne? Hä?
Okay. Ich finde schön, wie zum Beispiel diese ein Geräusch einfach zwei Sätze ausmacht oder so. Perfekt. Gut. Gut. Pause starten. Gut. Gut, gut. Ich bin auch kein, dass es nochmal alles neu machen. Naja, ist ja egal. Ich würde sagen, ich stoppe die Aufnahme hier und dann mache ich das alles nochmal kurz durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.